der Enteignungsbus fährt. Absolut, absolut. Achso, die Söko hat uns angehalten. Irgendwelche 9mm-Tickets kann man erwerben. 9mm was? Ja, 9mm. Die wollen Waffen verteilen für 9 Dollar. Alter, wie geil. Auch keine Waffe, war ich hab meine Frau. Ich wollte gerade sagen, ich hab meine Waffen immer dabei. Na, kann man die nicht verkaufen oder sowas? Oder? Du bist doch nicht Finanzhai, wa? Du machst doch nee, immer nur erst dann Kohle. Oder? Bist du so ein bisschen Bier Kapitalismus, sich, also das gefällt dir das? Das finanziert sich durch von Elena. Na ja, klar. Naja, geil. Ich hab langsam das Gefühl, irgendjemand, die Kapitalisten haben uns Ole untergejubelt. Stimmt, Ole von ist Banker eigentlich. Ja, bestimmt. Investmentbanker ist der Ole. Der ist doch vierten Klasse studiert. So. Wir fahren aber direkt rüber, weil Elgon können die ganzen reichen Snobs, wa? Ja, klar, wa? So. Da waren aber gerade eine Menge Biker unterwegs. Vielleicht eine Racheaktion mal, wenn die beim Losgang auf die Fresse gekriegt haben? Aber warum fahren denn eine Menge Biker zu uns rüber? Ja, da um die Ecke bei uns hängt das von der Gang ab, bei den Firefly Projects. Achso. Ah, ich mag diesen Bus. Ja, super, ey. Riecht's irgendwie nach Katzenpisse und Kartoffelchips, oder? Also geil, wenn du damit anhältst und einfach so viele Leute aussteigen. Das ist einfach auch gut. Fick dich! Dem Dicken da. Das ist der Typ, der uns verraten hat. Oder mich. Hast du schon gelesen hier, der Elmo Dragena hat uns scheiß Loser genannt. Er hat uns doch so vorhin den sie sicher, sagt der Wichser. Er behauptet, das wäre nicht sein Büro gewesen. Ja, dafür hat aber Wayne dann in die Toilette gedrückt oder was, weil es nicht sein Büro war. Naja. Naja. Hey, Mama hier, Fenster auf. Hey, Maya, komm, so ein reicher Bügel. Wo sind die denn alle? Ich weiß so nicht. Ist irgendeine Veranstaltung oder so? Ich glaube nicht, wa? Da ist doch gerade einer ins Auto gestiegen beim Hotel, mal gucken, wo die hinten. Ja, das ist doch die gleiche von vorhin, also. Das kannst du ja schon Mobbing nennen. Dann fahren wir doch mal zu den Bricks. Ich muss wieder rüberfahren, aber ich fahre erstmal hier. Naja, also fahr jetzt die Woche. Ist hier nicht irgendwo noch so ein Tattoo-Studio? Don Jules, wir haben geschlossen. Scheißladen, nur was für Reiche. So, hier ist Diamond. Hier ist doch nicht Sien. Hier ist doch sonst nicht CNT, oder was? Ah! Alter, hab ich mich erschreckt. Ah. Scheiße, was ist in uns reingefahren? Oh. Ich fahr einen Bus, der soll sich ficken. Oh. Naja, super. Oh, Alter. Junge, kick mal da hin. Eieiei, das hat's ja wohl. Das ist eine gute Delle drin, oder? Oh. So eine Scheiße, ey. Mir tut der Nacken weh. Hey. Was ist denn jetzt passiert? Ist nur von Fatzke. Hallo? Hier, entspann dich mal, bitte. Hallo. Wir sollten uns alle mal entspannen. Aua. Geht's dir gut, Mister? Oh, nee, mir tut der Nacken weh. Mir tut der Nacken weh. Scheiße, mein ganzer Frontspoll ist kaputt. Die sind ja wie eine Rechenkarre. Naja. Wie bitte? Ich warte mal! Ich kenne ich doch! Bitte? Warte mal kurz. Hol da mal was. Bitte? Bitte? Wollen wir uns vielleicht an die Seite stellen? Das ist unangenehm an der Straße. Mach ach, scheiße, ja, was sollen sie machen? Nochmal in den Bus reinfahren? Ja, erkennst du den Hutu, reicher Fatzke? Was ist denn jetzt? Den hab ich dir abgezogen von der Beine, du Arschloch! Scheiße! Sind sie der. Oh. Ich bin der, genau der bin ich! Sie haben mir. Das ist mein Hut, Mister. Das war doch da bei dem Dings Autofutzi da, wo sie mir den Hut. Ja, haben wir dich abgezogen. Dich und dein Chauffeur, du reiche Sau. War das mit der vierten Limo oder was? Ja, ja, klar, mit der fetten Limo. Ist ja, wir fahren die Klimasau. Ja, das ist in Dienstfahrt. Ich würde gerne den Hut wieder haben. Ist das ne, kannst du vergessen.
Das ist ja gerade so. Ich muss mir erst noch was überlegen, ja, wie du das wieder gemacht hast, ja, halten Sie den Hut doch, stecken Sie ihn in den Arsch, mir doch egal. Was kann ich jetzt für Sie tun? Sind gar nichts, sind Sie in Jod, alles gut. Ich bin in mein Fahrzeug gefahren, ja. Das ist mir doch scheiße, mach doch was dagegen. Ja, ich bin auch gefahren. Wer ist denn von Ihnen gefahren? Ich meine, sechs Leute ist ja wie. Oh, guck mal, mein Nacken tut richtig weh. Oh. Ja, das ist so ein neuer. Das ist so ein, das ist so ein neuer Messlerbus, der fährt autonom. Wirklich? Ja, eigentlich, was da hilft, ist Kohle, war bei so einem steifen Nacken, den ich jetzt habe. Wirklich? Ja, ein steifer Nacken hilft ja mal so ein Grill. Dann können wir mal Nacken grillen. Verstehen Sie, was ich meine? Nee. Sind Sie denn gefahren? Waren Sie nicht angeschnallt? Soll ich Sie anzeigen deswegen? Weil, wenn der Nacken weht, hast du uns gerade gedroht, Alter? Nein, aber jetzt ich hab ja nur was klargestellt. Mir geht's wunderbar und Ihnen? Ja, jo, pass mal auf. Wir werden den steifen Nacken von Ihnen jetzt mal ignorieren und dann ignorieren Sie den Scheiß und dann kommen Sie für Ihre Scheiße auf und dann fahren wir Scheiße weiter. Ich habe nicht Termine. Sie haben Termine? Naja, klar. Okay, was kann ich denn gegen den Nacken tun? $600 pro Person, also $100 pro Person. Ich habe ja gar nichts mit dem Nacken, mach 500. 1, 3, 4, 5, dann sind wir bei 600. Insgesamt ist das richtig. Ja, richtig. Ich gucke kurz mal Portemonnaie, einen Moment bitte. Na ja, klar. Warum denn 600? Guten Abend. Achso. Moin. Alter, grad's nicht so. Na, wenn. Ey, was macht ihr denn in der pinken Karre hier? Was ist das denn? Was ist das denn, Alter? Was ist denn mit euch los? Ah. Ist das, ey, das ist ja ein Porsche oder so. Hey, ui. Na? Ja, das ist bei euch. Kiek mal einer an. Was macht ihr denn hier? Naja, wir holen uns Schmerzen hier. genau, wir holen uns Schmerzen hier. So, wem gehört das die Plastikkarre? Verpissen Sie sich mal hier, ist unangenehm. Ja, hauen Sie ab hier. Weg hier mit Ihrem Plastikkarre. Oh, was haben wir den Schein? Ja, jetzt haben wir den Schein, dann machen wir das gleich hier frei und dann könnt ihr auch gleich alle fahren, ey. Jetzt rein's mal. Ja, wer kriegt denn die Scheine jetzt hier? Scheiße. Gib einfach irgendwem in die Hand. Geil. Er freut sich über Geld. Sie eingeflogen. Ja, hier nehmen Sie hier einmal, bitteschön. Dann gebe ich hier nochmal kurz nochmal 200 drauf, damit Sie mal diesen anderen Messer hier entfernen, weil der geht mir ein bisschen auf den Sack. Nee, den entfernen wir gar nicht. Wir entfernen uns jetzt hier und dann fahren wir erstmal weiter. Ja, ja, Sie können sich gerne entfernen und vielleicht mal duschen. Mach dir vom Acker jetzt, so reicher Pinkel. Ja, was ist denn mit meinem scheiß Hosi, Arschloch? Scheiß Arschloch. Den kriegst du nie wieder, den verkauft. Versuch's doch! Nee, ich versuch, der unangenehm. Alter, ich hau dir aus dem Maul, Mann! Einsteigen jetzt, wir müssen los! Jawohl! Schnell, einsteigen! So, ich bin drin! Schnell weg! Scheiße! Hilfe! Soll ich reich winkeln? Wollt ihr die Wald ja vermeiden, war, aber der ist nicht weggegangen. Na ja, klar, zur Richtung. So eine Scheißhausfliege, hat er eine mit dem Ellbogen gekriegt. Bam. Was ist denn heute? Bam. 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 So. Ach, richtig so. Die schleppen gerade so ein reiches Auto ab. Na ja, klar. Alle noch im Wagen? Und klar. Ah, alles gut. Alles gut, ja. Ach du Scheiße, stimmt. Links und rechts. Ui. Hier ist ja auch niemand. Rechts! Wayne, das ist die andere. Falsch rum, Wayne. Ach so. Ja, krieg ich irgendwann. Ah, oh, Scheiße. Das Geile ist halt, wenn man so einen Bus fährt, ne? Egal, ob du Vorfahrt nimmst oder gibst, scheißegal, du hast immer gewonnen. Wenn der kaputt ist, holen wir uns einfach einen neuen. Na ja, klar. Was hat der gekostet? $600? 200, glaube ich, bezahlt. Ja, geil. Naja. Wo sind denn die ganzen reichen Leute? JP, sing mal einen Song. Okay, wa? Mach mal was ruhig, wa? Ein bisschen, um erstmal hier für die Stimmung auch ein bisschen. Naja, ja, dass du ein bisschen runterkommst. 1, 2, 3, 4! Geil. Ey, ich lieb's einfach. Alter, P, sing doch nochmal den Wolle! Was willst du? Sing doch nochmal den Wolle! Wen?
Den Wolle. Den Wolle. Ich glaub, der Wolle. Ich meinte, der Typen hier, Wolfgang Petri, meint der war. Das war super, ey. Komm schon. Den mit den Unterarmschimmel. Wir sind zusammen. Also. Dann stimmt doch einfach mal an. Wahnsinn. Alter. Das ist einfach auch echt. Oh mein Gott! Wir werden fast gestorben gerade! Eieiei! Ja, ist ja auch klar, der war ja zu schnell, wa? Naja, zu Recht definitiv. Auch. Definitiv! Komm mal her, Rocker! So, wir fahren jetzt mal hoch nach Boden, scheiße, Alter. Kann ja wohl nicht wahr sein. Da war doch gerade zum Motorrad. Warte mal, da war doch gerade so Wichser. Ja, drehen wir um. Genau. Wir fahren eh runter. Nee, die fahren. Ja, genau, perfekt. Ich glaube, wenn du. Feuer frei! Freundschaft! Die Wichser sind da, endlich! Ah, da sind sie ja schon! Na komm, geht los! Zack! Oh! Zack! Oh, bist du bereit? Komm, ja, geht. Ja, bitte rein! Okay, einen hab ich! Noch einen! Alter, was ist passiert, Digga? Ich hab überhaupt nichts mitgekriegt! Komm her! Wayne läuft weg! Endlich! Ja, ruf so einen scheiß Krankenwagen! Alter! Dass die Bikes irgendwie so hin, nicht dass sie überfahren werden. Lass die scheiß Bikes da stehen, Alter! Ja, nein, werde ich nicht überfahren. Ich habe keine Ahnung, was passiert wunderbar, ist. Ey. Scheiße, Mann, Alter, das hat gut getan. Ey, komm mal her, was ist mit dem passiert? Ach du Scheiße. Ja, der hat halt auch eine Sturmfrisur. Hat er sich jetzt, Alter, an die scheiß... Oh, Scheiße, ey. Ja, hat er. Boah, das... Aus, ey, scheiße, aus Mitleid stelle ich dem jetzt ein Bier hin, Alter, weil der so eine Haare hat, Alter, aus Mitleid. Ich glaube, das war kein Schlag im Chat. Ich glaube, der war einfach nur schnell in Animation. Ich habe gar nichts mitbekommen, Alter. Ja, Mann, Alter, ich stell dir mal ein Bier hin, ey. Das ist fürchterlich, ey. Ich hab keine Ahnung, Alter. Boah. Geise, Mann, ey. Boah. Sag mal, stehen von uns noch alle. Verfickte Scheiße. Scheiße, ist das nicht der Typ aus dem Fernsehen hier? Komm, dem stellen wir auch eins hin, ich kann eine Bierdusche machen, ey. Ich glaube, ich habe dreimal in die Fresse gekriegt, bevor ich überhaupt wusste, was los war. Zweimal Animationsskip und einmal von dem Typen. Bei den einen rothaarigen was sind, genau. Scheiße, Mann, Alter. Kein Glück bei Initiative gewesen. Ja, die Leute müssen sich mal ein bisschen weiter voneinander wegstellen. Das ist halt immer total dumm, wenn du zusammen stehst. Ich habe eine kritische 1 gewürfelt. Und da machst du dann, kriegst du natürlich nichts. Alter, okay, denkst du, Alter, denkst, das sieht doch ganz gut aus, ey. Denkst du, wurdest im Sexshop niedergeschlagen, Alter. Naja. Okay, jetzt. Scheiße, beim nächsten Mal sind wir wieder dran, glaube ich, Alter. Das lassen die nicht auf sich sitzen, ey. Natürlich lassen die das nicht auf sich sitzen. Das ich sehe das schon, komm, Alter. Die, was, weißt du, was ich denke? Die werden sich wahrscheinlich hinter der Ecke so ver... Und dann... Boah, guck mal, da sind die Wichser. Und dann bam, bam, bam. Bam, bam, bam. Ja, und der wird wahrscheinlich wieder... Das wird wieder... Das war ja super, ey. Scheiße, Mann, Alter. Ach du Scheiße. Ja, ja, verdammt nochmal, Alter. Alter. Oh, mal das Scheiße. Komm gleich zu ihm. Ja, ja. Oh, ein Bier. Ja. Da kommen Sie vielleicht mal von der Straße runter, wenn Sie gehen können. Ja, wo soll ich hin? Auf dem Gehweg eventuell? Alter, Scheiße. Ich dachte, Züge brauchen Gleise. Scheiße, das war super, Alter. Was machen die Gesichter, ihr Wichser? Ich bin dummer Wichser, Alter. Oh. Ah, Prösterchen. Ja, Prost. Oh, es könnte schlimmer sein, ich habe ein Bier gefunden. Ja, habe ich dir hingestellt aus Mitleid, Alter, weil du scheiße aussiehst, Alter. Was haben sie denn mit dir gemacht, ey? Alter, die haben mich entführt und ich wurde angegriffen mit einem Friseur. Hä? Das ist echt scheiße, Alter. Die haben den Friseur zur Entführung mitgenommen. Und dann haben sie mich und JP haben sie dann eine Dauerwelle verpasst. Und das ist, was übrig ist. Ach, scheiße, Alter.
Weißt du? Oh Mann, ey, ey, ey. Kannst du nicht vorstellen. Musste ich ein bisschen Mitleid hinstellen. Ich dachte schon, das ist jetzt hier. Ja, zu Recht auch. Zu Recht, oh. Wirklich. Lief echt nicht gut. Aber guck mal, der eine, guck mal, der. Alter, mich hat die Hammerwisch, Junge. So schnell bin ich noch nie umgefallen. Ey, was ist passiert? Bei Like, Alter. Entschuldigung, ich bräuchte noch Hilfe. Alter, Alter. Also, das hat echt gut getan, Alter. Wir waren ungefähr drei Minuten bei euch an dem Scheißladen. Da waren wir. Ja, komm, Sim. Rot 26. Ah, dann können wir auch noch nehmen, wa? Geht sofort los, klar, Moment. Mann. Wir müssen mal kurz organisieren uns hier. Hab mich auch gewundert, von uns standen noch alle. Oh, haben Sie dann irgendwelche spezielle Schmerzen? Oh, also? Nee, ich war nur bewusstlos. Also. Hau das direkt an der AD auf. Oh, ja. Aber. Bisschen schwul, aber sonst normal nicht. Ne? Wollen Sie einen Schmerz? Hey, hey, was soll das denn da heißen? Das ist ja der Kacke-Typ hier vor mir. Naja, ich rede aus Erfahrung, ne? Also. Ich glaube, den einen Herrn da vorne, den haben schon zweimal aufgehoben. Ne? Also. Oh, die Herrscher. Ja, zu Recht. Ja, zu Recht. Ja. Ja. Würde ich nehmen. Wollen Sie Schmerzen haben? Ja, alles, was Sie haben. Alles, was ich habe. Oh. Ja. Ach, was für ein Ding? Ja, mach mal die Unterlegenen heute, Alter. Gut. Bitte heute sehr. Ausnahmsweise danke. Beim nächsten danke, Mal, danke. Ich hätte gern Morphium, wa? Das ist so ein einmaliges Ding, ey. Brauchst du dich jetzt schon entschuldigen, nur weil du Angst hast, du Pfeife? Ich entschuldige mich nicht, bitte. Beim nächsten Mal wieder jetzt schon im Voraus entschuldigen. Ah, ja. Wieder diskutiert. So. Wichser, Alter. Naja. So, die Leute, die jetzt verletzt sind, können alle einzeln zu AD01 gehen und sich dort behandeln lassen. Oh, scheiße, das ist so ein Zelt, Alter. Genau. Der Rest, der hier bleibt, denke ich mal, wurde schon behandelt, oder? Ja, genau. Ich warte nur noch. Wunderbar. Hat mal einer ein Bier von euch? Das ist meins. Ja, das schon. So. Wer braucht jetzt hier ein Bier? Doch, irgendeiner, der. Ja, ich ruf noch mal. Nee, hier keiner mehr. Okay. Ich hab hier sind alle an der AD1. Roland, wenn du mir nochmal mit deinem Glaskoch in die Fresse stichst, ne? Alter. Wenn euch der Pulli da gehört, könnt ihr den von der Straße fahren, bitte. Oh, ja, ist das in ein Arschloch geschoben aus Versehen, oder? Aber ich glaube, war das jetzt auch weg. Wie auch beide sich gefreut haben, sich zu sehen, weißt du? Es war so, oh Gott, endlich. Wie so eine kosmische, wie so ein Komet, der endlich irgendwas trifft. Ich glaube, seine Mama. Was? Was? Was hast du gesagt? Nimm mal da hier aus der Kauleiste raus. Wayne. Wayne, nicht so viel spucken. Alter. Ich raste aus. Von wem bist du jetzt die Freundin? Scheiße, von jemandem. Mag dich gehen? Nee, ich mag mich auch nicht, aber das ist ja was anderes. Da ist er, Wichser. So, kann ich da jetzt hin oder was ist los? Also, wo verkriecht ihr euch halt hier da? Weil es ja richtig auf der Suche nach euch, ey. Ja, wir sind die ganze Zeit auch auf der Suche nach irgendwelchen Wichsern. Genau. Wir waren jetzt bei einem anderen Kinderartenverein, kommst du rein, direkt Freinort Krankenwegen. Ja. Weißt sofort, irgendwer ist da gewesen, alles klar. Dann fährst du rum, findest niemanden. Also, niemanden. Was ist denn? Ja, das geht uns auch so. Ich will jemanden auf die Fresse und es ist keiner da, Alter. Du Gott, haben wir euer scheiß Wohnmobil erkannt, ey. Naja, Gott sei Dank, ich habe auch direkt umgedreht. Ja. Hat ihr direkt gesagt, also ihr JP gesagt, ach, hier, guck mal, Rückspiegel und ich, alles klar. Wunderbar, Alter, ging auch gleich gut los, ey. Naja, klar. So, ihr Scheißwichser, Alter. Dann suchen wir mal wieder irgendjemanden. Ja, bis zum nächsten Match, war. Bis zum nächsten Match. Macht's gut. Ey, macht's gut, ey. Bringt euch nicht um mit dem Scheiß da. Ja, und grüß Mutti. Ja, so. Mach ich nachher. Von uns allen, wa? Warte mal, Jungchen. Wo ist er denn, Alter? Was? Naja, wenn wir nachher zu Hause sind, kriegst du wieder Taschengeld, ne? Naja, wenigstens lässt man was drüber wachsen, blöder Wichser. Ja, doch, Alter. Was denn jetzt schon, Wichser, Alter? Wie viel Kohle brauchst du denn? Naja, gib doch mal rüber $50 für eine neue Handykarte. Scheiße, Handykarte, so. Naja, so klar. Du noch, das ist verständlich, dass ich dir deine Mutti auch schreiben kann. Schöne na, Grüße klar, zum Muttertag und so was. Hier hast du $50. Hey, geil, danke dir. Na, geil, na, geil. Ah, sehr gut. Freundschaft, oh, ja. Gut, ey. Ist das denn? Ja, für die Prepaid-Karte ist sie gesorgt. Ja, so ist es. So, super. Ach du Scheiße! Ich bin reingesprungen, Alles klar, alles klar. Habt ihr den Echtsprung gesehen? Ei, ja, durchs Fenster durch. Sehr gut, sehr gut.
Wie so ein glitschiger Aal. Oh. Scheiße. Sag mal, ist Eddie irgendwie da? Eddie? Eddie! Ja, was denn? Alles klar, oh, Eddie, Alter? Alles bestens. Was ist los? Eddie, ist Gollum in dir? Nein, Mann, alles gut. Okay, bestens. Alter, wir haben uns dann geprügelt. Ist Gollum in dir? Ich glaube, ich habe schon mal so einen Schmuddelfilm gesehen, wo es los ist. Die hatten alle Perücken auf. Eieiei. Alter, Scheiße. Wo fahren wir jetzt hin? Ja, ich hab echt, wir haben das Hotel heute nicht auseinandergenommen. Alter, da waren wir doch vorhin da. Was sollen wir jetzt noch machen? Der Italiener hat uns zur Fresse gekriegt. Wir haben da einen tätowiert. Was willst du da noch machen? Naja, schon. Naja, den müssen wir stürzen. Wir müssen da... Ja, das, dann stürzen das wir... Das ist ein persönlicher Fall. Dann stürzen wir jetzt morgen, wa? Die Bauherrn-Jungs sind doch unterwegs. Da könnten wir doch oben rein jetzt. Ach, wegen... Wegen der Apotheke. So, naja, finden wir doch nie ohne die, ey. Ja, das wird doch schwierig. Und ich würde jetzt auch gerne mal, nach der Stelle würde ich mir auch gerne mal zur Ruhe bitten jetzt. Oh, alles klar. Ja, ist eine gute Idee. Machen wir erstmal schön Ruhe. Alter, das Bier. Oh, mach langsam. Wir können ja noch mal hüten. Was? Was? Das ist Wahnsinn. Warum schickst du mich? Fühle. Und als alt. Langsam auf den Müll! Take me home to the place I belong. And with the dream mouth to mama, take me home. Got to be home. Da 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 So. Alles klar, ich schlaf im Van heute. Haut rein. Jo, oh, schlaf wieder lieber. Jo, ich leg mich auch in die Hose. Was mein. Ach, das ist was, Alter. Dein Quatsch steht da hinten irgendwo. Wo denn? Hinter meinem Bus. Ich penne heute mal draußen am Feuer. Na gut. Na? Gute Nacht. Ja, Freundschaft, schlaf gut, wa? So, das war in fucking sane. Sag ich, wie es ist. Das war verrückt.